Ja, weiter mit dem Volumenschwerpunkt, Satz 1.3, der Schwerpunkt von Körpern. Wenn eine stetige Dichtefunktion Rho, definiert auf einem Volumengebiet V, Riemann integrierbar ist, dann hat der Schwerpunkt von dem Volumen V den Koordinatenvektor R-Index V. Und der sieht dann so aus. Ich setze hier eine stetige Dichtefunktion voraus. Das beinhaltet natürlich auch die konstante Dichtefunktion, denn jede konstante Dichtefunktion ist stetig. Interessant ist aber diese stetige Dichtefunktion, denn in Abhängigkeit davon, wie ich die konstruiere, kann ich natürlich dann Materialien beschreiben, die aus mehr als nur einem Element zusammengesetzt sind. Man kann dann theoretisch im Periodensystem der Elemente willkürlich Elemente zusammensuchen und daraus einen theoretischen Körper bauen und dann die Dichte darin untersuchen. Die Komponenten sind Riemann-Integrale und die existieren, denn in meinem ersten Buch habe ich auf der Seite 258 den Satz 10.4 bewiesen. Und der hat sich mit der Frage beschäftigt, ist das Produkt aus zwei stetigen Funktionen selbst eine stetige Funktion? Und die Antwort ist ja, denn diese Koordinaten von den Punktmassen kann ich ja als lineare Funktionen betrachten. Und eine lineare Funktion ist immer stetig. Diese Dichtefunktion ist stetig nach Voraussetzung, also ist insgesamt das Produkt stetig. Also ist die Integrierbarkeit komponentenweise gesichert, denn ich integriere komponentenweise über eine stetige Funktion auf einem kompakten Gebiet. Das gleiche gilt hier, nur sind hier nicht die Koordinaten berücksichtigt. Hier integriere ich schlichtweg über diese Dichtefunktion, die ja stetig ist. So, der Beweis, seien die Voraussetzungen aus dem Satz 1.3 gegeben, also das ist gesichert. Des Weiteren schreibe ich die Punktmasse, die sich am Ort x-Index 1k, x-Index 2k, x-Index 3k befindet, als Produkt, nämlich als Produkt von Dichte und Volumen. Ja, dann kann ich natürlich den Satz 1.1 anwenden, denn der bezieht sich ja auf ein Punktmassensystem. Da ich dieses Volumen ja überall definiert ist, also das ist ja ein kontinuierliches Gebiet, das ist ja keine Wolke aus diskreten Punktmassen, ja, kann ich natürlich sagen, für alle Orte innerhalb des Integrationsgebiets gilt, dieser Vektor ist wohl definiert. Denn ich schreibe ja nur die Karte Masse als Kartes Produkt. So, dann betrachte ich den Grenzwert. Also das würde bedeuten, geometrisch betrachtet, ich wähle die Zer Legung des Integrationsgebietes immer feiner. Also die Säulen werden immer feiner. Ja? Also wenn n anwächst, wähle ich sozusagen eine feinere Zerteilung meines Integrationsgebietes. Ich hätte natürlich auch wie in Satz 1.2 den Limes einfach hier vorschreiben dürfen, weil ich befinde mich im Vektorraum R3. Ja? Damit würde ich auch sagen, dieser Limes bezieht sich auf die komplette Konstruktion, nämlich auf die Zahl, die mit dem Vektor multipliziert wird. Aber ich habe diesmal die andere Schreibweise gewählt, wo man dann besser erkennen kann, dass ich natürlich den Grenzwert in jede Komponente eintragen muss. Insgesamt habe ich ja hier eine Partialsummenfolge jeweils und die muss konvergieren, und zwar nach Voraussetzung. Denn wir setzen ja die Existenz des Riemann-Integrals voraus. Und wenn ich meine Zerlegung des Integrationsgebietes immer feiner mache, dann gilt ja nach Definition, der Grenzwert der Obersumme ist der Grenzwert der Untersumme. Und das muss dann das Riemann-Integral sein. Also der Grenzwert ist dann das Riemann-Integral. Also habe ich hier vier Riemann-Integrale, die ich schreiben darf, weil der Nenner ist ja hier jeweils das gleiche Integral.
Hier habe ich R gewählt. Das ist dem Platz geschuldet, denn hätte ich Rho von x1, x2, x3 geschrieben, dann hätte mir das Programm die Zeile auf die nächste Seite abgedruckt und das wollte ich vermeiden. Ich wollte alles auf eine Seite abdrucken. Deswegen habe ich hier Rho von R geschrieben. Ja, und R wäre jetzt in dem Fall der Spaltenvektor x1, x2, x3. Diese diskrete Wolke wird sozusagen beim Grenzübergang zu einem kontinuierlichen Gebiet, ja, so kann man sich das vielleicht geometrisch vorstellen.